Mahlzeit, Leute, hier ist wieder der David von Fischers Gold und wir sind heute wieder mit der Ultralight unterwegs am Fluss und am Bach. Ja, ohne großartig viel Worte zu verlieren, schauen wir einfach mal, was heute geht. Wir haben nichts gefangen. Warum nicht? Weil du heute einfach nichts gefangen hast. Die wollten heute schön. Einfach nicht anbeißen. An mir kann es ja nicht liegen. Ich bin schließlich Profi-Angler, nicht wahr? Sagt sie nicht. Es kann nur an dir gelegen haben. Ja. Abgerissen. Habt sie weit geworfen, von einem am Schilf getroffen. Das ist ja kein Wunder, dass du nur strengst, wenn du halt keinen Köder mehr dran hast, ne? Ja, aber da sind zwei Rauschen, ganz am Ende von dem Weg sind zwei Rauschen. Und genau vor der ersten eine und bei der zweiten noch eine, aber nur so, so groß hier. Mhm. Die eine halt. Ich weiß nicht, wo hier die großen Forellen sind, keine Ahnung. Was macht denn ihr hier? Ihr zwei? Knoblauchdip, lecker Knoblauch. Aha. Ich könnte schon liebsten selber essen. Das ist so eine der fetten Forelle, das wäre jetzt voll fertig gewesen. Ja, vielleicht war sonst nie rauszetteln müssen. Oder? Ja, wir haben dort den riesen Becher. Ja. Da hättest du da unten nichts zu gekriegt. Aber richtig fett, richtig breit. Obwohl, da unten, wie willst du das mit dem Boden machen? Super. Na gut, du könntest, ich hätte da einmal so vorschwitzen können. Komm mal an. Na, kommst du hoch? Heilig. Du junger Gott. Der junge Athlet. Oh nee, das Eigenlob, der stinkt wieder bis sonst wohin. Ja. Wir machen heute erstmal Feierabend, würde ich mal sagen, oder? Ja. Ja. Wir verschieben das Ganze mal auf einen anderen Tag, wenn die Forellen ein bisschen mehr Lust haben. So, wir sagen ciao und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.